Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge der beliebten Familienserie Berge unserer Heimat. Heute geht es nach Blankenberg und noch einen Anstieg darüber hinaus. Und ich zeige euch das jetzt mal hier auf der Karte. In der linken unteren Hälfte Stadt Blankenberg, ein markanter Berg mit Festung, der die ganze Sieg überblickt. Und rechts daneben Merten. Wem das jetzt zu schnell ist, der geht einfach nochmal zurück zur Karte und stoppt das Video und kann dann in aller Ruhe Merten finden. Ebenfalls eine Bergerhebung mit gutem Blick über die Sieg. Und an der Sieg sind wir jetzt. Es geht zum Warmfahren von Bonn nach Hennef auf dem Siegauen-Radweg. Das sind etwa 25 Kilometer. Sehr angenehm zu fahren. Hier sieht man links die Sieg und die ist immer irgendwo in der Nähe. Aber mehr zeige ich heute nicht davon, denn das gibt es in anderen Filmen von mir bei viel schönerem Wetter zu sehen. Da vorne, da habe ich links gerade in der Ferne auf einen Berg gezeigt mit Kirchturm. Das ist der Michaelsberg mit Abtei, ein Kirchberg in Siegburg. Der könnte auch Gegenstand einer solchen Episode werden. Aber heute wollen wir doch etwas andere Berge in den Blick nehmen. Hier nochmal ein letzter Blick zurück gewissermaßen auf Siegburg und diesen Kirchberg. Hier dieser kleine Einschnitt da hinten, das ist der Zugang zur Warnbachtalsperre mit der Staumauer. Auch ein schönes, extrem steiles Stück, was man da klettern kann. Hier nun durch das kleine Dörfchen direkt hinter Hennef, ganz schön, ganz idyllisch gemacht, wie Fachwerkhäuschen. Fahre ich immer gerne durch. Kaum ist man drin, ist man auch schon wieder draußen. Und hinaus geht es in die Siegauen. Noch ein paar Kilometer hier durch die Felder. Und dann ist die Stadt Blankenberg da. Oh, Radlerbegegnungen hier, die müssen wir nochmal einfangen. Sim. Ja. Ich habe Glück, heute diese Kletterpassage Nummer 1 macht mein Freund Jürgen zusammen mit mir. Macht immer Spaß, wenn man zu zweit ist. So, und da oben wartet er schon. Und nun kommt die Festung der Stadt Blankenberg in Sicht. Das ist dieser markante Fels, von dem man aus das Siegtal weithin überblickt. Und von nun an geht es wieder ungeschnitten diesen Anstieg hinauf, wie es sich für eine Ausgabe dieser Serie gehört. Leider hat sich Jürgen etwas zurückfallen lassen. Hat, glaube ich, ein paar Probleme mit seinem DF gehabt, sodass ich mir einen anderen Mitfahrer kurzfristig hier organisiert habe. Den werdet ihr gleich auch sehen und dann erkläre ich euch noch, was es damit auf sich hat. Ist ja nicht so, dass ich diese Strecke zum ersten Mal fahre, sondern ich fahre hier öfter und gerne her. Und so habe ich in mein Archiv gegriffen und mal aus dem Sommer 2020 eine Auffahrt genommen, wo ich wenigstens Teile auch im Film verarbeitet hatte. Und daraus bediene ich mich jetzt und dann haben wir einen zweiten Fahrer an meiner Seite, noch dazu einen, mit dem ich mich gut verstehe. Und aufgepasst. So, das bin ich jetzt in der Sommerversion. Und auch die Gegend ist natürlich viel sommerlicher, aber ist doch ganz schön, mal beide Jahreszeiten miteinander zu vergleichen, die Perspektiven.
Man sieht, dass inzwischen die Straße sehr schön neu gemacht ist. Zur Zeit des letzten Sommers war der Belag auch schon erneuert, aber so die ganzen letzten Feinheiten wie Krötenzaun und dergleichen Dinge mehr, die fehlten noch. Los ging es bei 73 Meter und jetzt sind wir bei 100 und wir werden, glaube ich, insgesamt irgendwo so auf 205 oder 206 rauskommen. Ich werde im Film immer mal wieder auch erläutern, live erläutern und dabei mein Garmin ablesen, das sich vor mir befindet, also das Garmin Edge 1030 und die Garmin Verb, beide Geräte, die hinten auf der Hutze ist, beide Geräte harmonieren sehr gut, was die Distanz angeht, aber was die Höhe über Null angeht, weichen sie doch so etwa 7-8 Meter voneinander ab. Und ich glaube, dass auch die Berechnungsgrundlage für die Steigung eine andere ist. Ich glaube, die verwenden andere Streckenintervalle, um die Steigung zu berechnen und auszuweisen. Also das muss man im Auge behalten und sich nicht wundern, wenn dann ich manchmal über Zahlen spreche, die auf der Anzeige hier im Film so nicht zu sehen sind. Das sollte uns aber nicht davon ablenken, dass wir hier eine ganz ordentliche Steigung erklimmen, die aber richtig steil eigentlich nur in diesen Kehrpassagen ist, wenn die Kurve naht und danach flacht es immer wieder ein bisschen ab und fährt sich eigentlich ganz gut. So, das Schöne sieht man jetzt, nämlich diese herausragende Lage dieser ehemaligen Festung, heute eine Ruine, eine Felsnase, die von zwei Seiten durch Fluss- und Bachtäler eingefasst wird. Wenn man dort vorne steht, hat man einen weiten Blick über das Siegtal. Man kann praktisch das gesamte untere Siegtal von dort überblicken. Der Turm geradeaus gehört zur Befestigung der Stadt Blankenberg. Dazu gleich mehr. Die Steigung hat sich in ganz zivile 6% hier verwandelt. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Den Wanderer, der da jetzt gerade hochkommt, den habe ich schon gesehen unten am Anstieg. Der hat den Wanderpfad genommen, der viel kürzer ist, aber natürlich auch steiler. Es mutet ein bisschen merkwürdig an, dass da die Festung ist und die Stadt ist eine ganze Ecke weiter da drüben. Das hat man historisch eigentlich nicht so gemacht und das war auch nicht so. Aber am besten erkläre ich euch das selbst gleich, während ich gerade Ausschau halte, wo denn der Jürgen ist. Der hängt noch irgendwo eine Kurve weiter zurück. Und ich hole mir deswegen meinen virtuellen Mitfahrer an die Seite. Mal zu gucken, wer von uns beiden schneller ist. Die ursprüngliche Altstadt, die hier zu dieser Festung gehörte, die war hier. Die existiert aber nicht mehr, ist abgebrannt oder so. Und dies ist praktisch die Neustadt, in die wir jetzt kommen. Stadt Blankenberg.
früher mal die kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen oder in, ja, es gab ja Nordrhein-Westfalen da noch nicht. Dann haben sie ihnen die Stadtrechte genommen. Dann haben ihnen aber, nachdem die Bewohner so unglücklich waren, die Erlaubnis gegeben, sich den Begriff Stadt in den Stadtnamen selbst zu integrieren, sodass dieses Dorf jetzt Stadt Langberg heißt. Da muss man mal drauf kommen. So, dies zählt alles noch mit zum Anstieg, weil er noch nicht zu Ende ist. Gerade noch mal ganz schön hoch. Ja, man sieht, dass ich mir auf diesen letzten Anstieg doch noch einige Meter abgenommen habe, also mein Sommer-Ich gegenüber meinem Winter-Ich. Auch wenn es natürlich keine Wettfahrt ist hier. Da wird ja entspannt gefahren. So, jetzt will ich aber doch mal halten, damit Jürgen und ich wieder zusammenfahren können. So, 170 Meter. Aber jetzt geht es gleich ein klein bisschen runter, aber dann geht es wieder hoch. Also lass die Kamera weiterlaufen. Das nehmen wir zum Anstieg mit dazu. So, hier haben wir ja so einen Zwischenscheitel, ne? Ja. Gleich hier zum Ortsausgang geht es ja noch ein bisschen hoch. Ja, ich bin ja am Samstag noch gefahren. Also zähle ich den Anstieg da oben noch mit. Ja. Weißt du? Genauso machen wir es. Zähle ich alles mit. Und dann haben wir dann im Anstieg noch wieder Zeit, uns ein bisschen auszutauschen. Hören wir noch mal rein. Da habe ich jetzt einen Schnitt gemacht. Dies ist jetzt der Ortsausgang von Süchterscheid. Und wie das Teil dieser Serie ist, die Abfahrt ist ungeschnitten bis runter nach Bach unten an das, in das Tal der Sieg hinein. Ebenso ungeschnitten wie dieser Aufstieg. Da der Jürgen sich schon wieder taktisch zurückfallen lässt, hole ich mir für die Abfahrt wieder mein virtuelles zweites Ich an die Seite. Ja, das kommt schon noch, keine Sorge. Ich muss ja ein Stück nehmen, was ich auch dann ungeschnitten im Archiv liegen habe. Sonst passt das ja überhaupt nicht. Das Schöne ist hier der Ritt über die Höhe. Das lohnt doch die gesamte, nicht jetzt dramatische Mühe des Aufstieges. So, und jetzt hier Sommer und Winter in einer Szenerie vereint. Wieder die Frage, wer von uns beiden wird Bach und unten die Siegtalstraße eher erreichen.
So, dies ist jetzt Mittelscheid, wird dann abgelöst hinterher von Unterscheid. Züchterscheid ist sozusagen das Oberscheid. Ja, und hier der Vergleich. Also ich fahre da sehr gerne her, weil der Blick unheimlich weit ist, geht unheimlich weit übers Land, und zwar in alle Richtungen. Ja, das ist packende Kameraführung hier, wunderbar. Velomobil Ballett gewissermaßen. Na, man sieht, dass mein Sommer-Ich schon einiges an Vorsprung rausgefahren hat. Im Sommer läuft es einfach leichter. Aber nur zur Erinnerung, ja, das ist ja keine Wettfahrt hier. Und keiner der beiden Filme wurde gemacht mit dem Ziel, schneller zu sein als der andere. Ja, sondern das ist so das ganz natürliche, normale Wohlfühltempo. Mein Sommer-Ich hat diese vorletzte Kehre, die jetzt hier kommt, schon genommen. Und jetzt gehe ich auch da rein. Okay, jetzt ist gut. Die letzte hat es wieder in sich, weil, und zwar unerwartet, weil da eine Ölspur um die ganze Kurve liegt, die mit diesem Ölsand abgedeckt ist. Ich habe es aber glücklicherweise noch gesehen und sie ist auch so, dass ich gut an der Seite dran vorbeifahren kann. So, die 150 Meter, die es nach Blankenberg da hoch ging, das war ja jetzt nicht allzu wild. Also nehmen wir noch einen zweiten Anstieg in diese Episode mit hinein, nämlich den gegenüberliegenden Berg, den man hier schon rechts im Bild sieht. Und zwar durch das Dorf Merten durch, rüber auf die andere Seite und runter in das Derenbachtal, das wiederum dann uns in das Brühltal führt. So, da sind wir wieder zusammen und Merten liegt voraus. Einmal noch über die Sieg und dann geht es schon wieder nach oben. Wir sind jetzt nicht ganz wieder auf die Ausgangshöhe. Man ist ja schon wieder ein Stückchen siegaufwärts hier. Und wir werden jetzt so auf etwa 265 Meter klettern insgesamt. Ich drehe den Ton mal wieder auf und wir hören ein bisschen rein, was diese beiden Großexperten sich zu sagen haben. Ich hoffe jetzt auf das kleine Blatt wechseln. Ja, wenn der Anstieg kurz wäre, würde ich nicht aufs kleine Blatt wechseln, aber ich weiß, dass sich das eine ganze Ecke ziehen wird. Also gehe ich dann runter, um gar nicht erst aus der Puste zu geraten. Ah, Seniorenwohnparadies. Ah, nee, Wohnpark. Ja, das ist das ehemalige Schloss Merten oder das Neumann-Schloss Merten mit schöner Kirche auch.
auf der gegenüberliegenden Seite links ist ein Gestüt und ich glaube auch ein ganz bekanntes Gestüt. Und diese ganze Schlossanlage ist heutzutage ein Altenwohnheim, Altenwohnsitz. So, dies sind so die Ausläufer des Dorfes, die sich den Berg hochziehen. Ich kenne die Strecke nicht, die ich jetzt für heute ausgesucht habe, aber Jürgen kennt sie und der soll uns noch mal ein bisschen näher dazu verraten. Er wird selbst nicht mitfahren, sondern die nächste Möglichkeit nehmen, rechts abzubiegen und dann wieder runter ins Siegtal zu fahren. Ja, ab dem Malergeschäft, diese Steigung, die hast du dann da oben zweimal. Hier, diese hier? Ja, da oben auf dem Schild. Da wird es ja steiler. Okay. Ja, aber das finde ich jetzt nicht schlimm da. Nee, die andere könnte noch ein bisschen steiler sein. Das kann sein. Also. Ich weiß, mit dem Rennrad quälst du dich dann da oben. Je nach Jahreszeit. Ja, gut, klar. Wie man drauf ist. Also du musst jetzt noch mal sagen, die Straße nach Fußhöllen, Fußhöllen heißt das, ne? Fußhöllen, ja. Fußhöllen, okay. Fußhöllen hat zwei steile Rampen. Zwei steile Rampen, genau. Die mit dem Rennrad fies sind. Sind sehr fies. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie ich die mit dem sackschweren Velomobil hinkriege. Ja, wird wohl gehen. Ja, denke ich auch. Viele Bäume umgelegt, rechts und links, ja. Also freie Fahrt also, meinst du? Okay. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen steiler hier, dann wollen wir mal gucken. Ja. Gucken wir mal, was das Garmin zu der Steigung hier sagt. Ja. Bis jetzt sagt er 8%. Ich weiß aber nicht, was immer die Bemessungsgrundlage ist. Ne? Ja. Ob es die letzten 100, 200, 500 Meter sind. Ah, da dürften mehr als 8 sein. Hier, ne? Ja, jetzt sagt er auch 9. Also hier werden 9 ausgegeben bis jetzt. Ja. Ich hätte auch 10 hätte ich geschätzt. Hätte ich auch gesagt, ja. Kommt vielleicht noch. Ist vielleicht noch ein bisschen mit drin von vorher. Jo. Ja, 10. Das ist ja, dann hast du jetzt 12 bis 14. Ja. Okay. Okay. Jürgen, schönen Dank. Ja, keine Ursache. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Jo, danke. Und das ist jetzt für mich eine Premiere hier. Jo. Das kenne ich, dies nicht. Okay, tschüss. Jo, tschö. Hier war ich wirklich noch nie. Das habe ich nur auf der Karte gesehen, dass es hier überhaupt einen Weg gibt. Und dann weiß man nie bei diesen kleinen Wegen, ob die überhaupt geteert sind. Aber der Jürgen hat mir das bestätigt. Er hat gesagt, kannst du fahren. Hat nur zwei fiese Rampen. Also, fiese Rampen. Zwei fiese Rampen. Wollen wir mal gucken. Zunächst geht es sogar noch mal ein kleines Stückchen runter, nicht wirklich viel runter.
aber es fühlt sich so an. Und wenn man auf Klettern eingestimmt ist, irritiert das erstmal. Wenn man sich die Werte anguckt, sieht man, dass es gar nicht runter geht, sondern es geht nur nicht hoch. Naja, es geht sogar ein paar Meter hoch, wie man hier sieht, so 4-5 Meter. Jetzt hoch und da kommt die erste dieser Rampen in den Blick. So, jetzt gehen wir es langsam an. Ich bin wieder aufs kleine Blatt gegangen, hab runtergeschaltet, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Prozent heißt es hier. 14. Okay, aber das ist es dann auch. So, das war Rampe Nummer 1. Ja, ganz offensichtlich messen die beiden Garmin-Geräte anders, denn die Kamera geht auch mal hoch in den Werten, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Aber wir wollen uns nicht mit technischen Einzelheiten aufhalten. Das Tal macht einen sehr schönen Eindruck, ist lauschig, fährt sich gut, also was will ich mehr. Zeig ich doch. So mag ich das hier. Kleine Sträßchen, kein Verkehr, ein bisschen arbeiten, aber spürt man seinen Körper wenigstens mal. So, da hinten hört sich Rampe Nummer 2 ankündigen. Hätte, als er noch nicht von Skandalen gezeichnet war. So ein Reh. Da hinten. Da ist es hin, normalerweise. Ja, da ist es hin. Na gut, auf dem Bildschirm wird man das nicht sehen, dieses Reh, was da hinten über die Straße sprang, den Abhang hoch und dann wieder runter. Aber ich habe es gesehen, das reicht.
Gut, das zieht sich jetzt was. Aber ungeschnitten, ungekürzt, ungeschminkt, das bleibt alles drin, gehört zur Dokumentation des Anstiegs dazu. Können wir wieder nach hinten gucken zur Abwechslung. Man sieht, ja gut, wir klettern die ganze Zeit. Die Schuhe klackern in den Trittpedalen. Die Kettengeräusche sind wahrscheinlich für so ein Reh weithin zu hören. Nur noch das Geschnabbel des Fahrers. Ja. Und was man überhaupt Tiere zu Gesicht bekommt. Das ist jetzt hier die zweite fiese Ampel, wie der Jürgen sagt. Wahrscheinlich auch wieder um die 14%. Ja, das ist jetzt ganz schön steil. Also Gelegenheit genug, sich Gedanken über den Mensch, die Welt, die Natur und wie alles zusammenhängt zu machen. Da kommt jetzt einer dieser Schleichwegfahrer. Ja, ich lese 14%. Tja, ich lese bis 17% hier am Bildschirm. Der Nächste, den sein Navi hier über diese Sträßchen genutzt hat, Wiesbadener Kennzeichen, was will der hier? Ja, hier denke ich schon, jetzt hast du es geschafft. Das ist ja immer so, wenn sich das weitet, oben der Blick, dann kommt man oben auf ein Plateau und dann geht es auf der anderen Seite wieder runter, aber nicht so hier. Wohl etwas mit der Kameraeinstellung gespielt. Es ist kein Schnitt, es ist wirklich ungeschnitten durch. Aber ich hatte die Perspektive bei dem Zoom verändert. Ausgerechnet in diesem Dörfchen haben sie ein Stück Wiese. Pflasterung, Wiesenstraßenbelag, danach wird es wieder besser. Kleine Kapelle hier links. Ja, und jetzt muss ich mich orientieren. Denn mein Weg ist nicht ausgeschildert. Ich muss mal eben auf meine Karte gucken. Wir sind ja jetzt auch ziemlich oben auf 245 Metern. Und ich glaube, ich
Weil wir eben sehen, ob es dieser Weg ist oder es irgendwo links ab. Nee, es geht hier geradeaus. Richtig, geht geradeaus. Gut, dann läuft das weiter. Es geht nämlich geradeaus. Fußhöllen ist offenbar so klein, dass sich eine Ausschilderung nicht lohnt. Aber dies ist der Weg dorthin. Das ist jetzt der höchste Punkt, ist 248 Meter, sagt bei Garmin hier. Dann wäre dies der Beginn der Abfahrt. Also, da mal rein. Ja, jetzt ist ja Zeit, jetzt kann ich sagen, es heißt nicht Fußhöllen, es heißt Fußhollen. Jürgen, das muss ich dir jetzt leider sagen, so steht es jedenfalls auf dem Ortsschild, das da später kommt. Ja, und hier muss man vorsichtig sein. Unbekannte Strecke, ja, und wie man sieht, kommt gleich auch jemand entgegen. Also sehe ich zu, das Tempo kontrolliert zu halten, sodass ich jederzeit reagieren kann. Hier geht es ja schon wieder leicht hoch, da fällt es leicht, das Tempo niedrig zu halten. Jetzt ist schon wieder höher als zu der von mir angekündigten Abfahrt. Ja, Pustekuchen, so kann es gehen. Also doch noch ein paar Meter klettern. Die man nicht kennt. Hallo. Ja, hier habe ich den Eindruck, jetzt bin ich wirklich oben, denn die Berge, die ich da hinten sehen kann, die müssten eigentlich definitiv schon auf der anderen Seite des nächsten Tals sein, und also muss es jetzt runtergehen.
ist es Fuß Hollen, kein Öl zu sehen. Aber ein paar fiese Buckel haben sie hier eingebaut in das Sträßchen. Und wieder einer dieser unvermeidlichen Kombis mit Anhänger hinter mir. Das ist so eine Gegend hier. Hier fahren alle mit Anhänger herum. Gibt ja immer irgendwas aufzuladen oder hin und her zu schaffen. Und die Schussabfahrt runter zum Dernbachtal. Für diejenigen, die sich etwas auskennen, dieses Sträßchen mündet auf die Straße dort, wo die Winterscheider Mühle ist. Ja, und dieses Tal habe ich schon mal in einem Film gezeigt, 360 Grad und ungeschnitten, von oben bis nach unten. Deswegen mache ich das hier nicht. Während jetzt mich hier dieser Anhängerkombi überholt, zeige ich euch nur einen kleinen Ausschnitt, also eine Kurzpassage aus dieser schönen Abfahrt. Und den Rest lasse ich weg. Ihr könnt auf meinem Kanal das finden, Dernbachtal, 360 Grad, ungekürzt. Ja, das ist natürlich was anderes als dieses kleine Sträßchen vorhin, aber das Sträßchen war neu und bisher unbekannt. Ja, so sieht's aus im Dernbachtal. Schön, schnell, 7 Kilometer lang. Und hier sind wir schon wieder hinter Hennef. Geht's raus in die Siegauen und die 25 Kilometer über den Siegradweg zurück nach Bonn. Ja, wieder angekommen, der Homestretch unten am Rhein. Ich hoffe, euch hat dieser Double Dip Berge unserer Heimat Teil gefallen. Waren jetzt nicht die höchsten Dinge, aber fand ich ganz interessant. Und wie man wieder mal gesehen hat, lässt sich das Klettern eigentlich ganz gut wegstecken. Also ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielleicht abonniert ihr den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.